Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie ihr Sauerkraut selber machen könnt. Als erstes schneidet ihr den Kohl in kleine dünne Streifen. Dann gebt ihr den Kohl in eine große Schüssel und stampft das Ganze einfach mit einem Stampfer oder ihr nehmt die Hände und knetet es einfach mal stark durch. Dann gebt ihr Salz drauf, 20 Gramm Salz pro 1 Kilo Weißkohl. Dann verrührt ihr alles gut und müsst nochmal 2 Minuten weiter stampfen. Dann gebt ihr Pfeffer nach Geschmack drauf. Und wenn ihr mögt, auch etwas Kümmel. Dann verrührt ihr wieder alles. Und wenn euer Kohl zu trocken ist, gebt ihr ein paar Esslöffel warmes Wasser drauf. Und stampft weiter. 3 Minuten lang. Nicht müde werden. Alles nochmal gut verrühren und weitere 4 Minuten stampfen. Dann seht ihr auch, wie der Inhalt der Schüssel fast um die Hälfte kleiner geworden ist. Dann nehmt ihr den Kohl, nachdem ihr nochmal verrührt habt, und gebt ihn einfach in ein Glas. Immer schichtweise und dann müsst ihr alles zusammenpressen. Noch mehr Kohl reinfüllen und nochmal zusammenpressen. Das Glas nicht ganz voll machen, sondern 6 bis 8 cm Platz lassen. Wir haben aus einem Kohl 2 große Gläser bekommen. Dann nehmt ihr eine volle Flasche als Gewicht und wickelt sie mit Folie ein und stellt sie dann einfach auf den Kohl drauf. Und zwar für 2 bis 3 Tage an einem warmen Platz. Einfach stehen lassen. Nach 1 bis 2 Tagen bildet sich ein Schaum. Das ist aber gut. Das ist nämlich ein Zeichen, dass es anfängt zu gären. Dann macht ihr einen Deckel drauf und lasst es für 14 Tage bei 5 bis 10 Grad stehen. Nach 14 Tagen ist es fertig und kann gegessen werden. Guten Appetit!